Das ist ja mal wieder typisch. So klingt es nicht nur manchmal. Wir geraten immer wieder in dieselben Konflikte mit denselben Menschen. Wir nerven uns ganz furchtbar über dieselben Sachen. Und manchmal scheinen wir wie gefangen in unseren Verhaltensmustern. Und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, auch. Wie kann das denn gut gehen? Hallo, schön, dass du hier bist. Ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Ein Ehepaar, Mitte 50, seit 30 Jahren verheiratet, sitzt unglücklich vor einer etwa gleichaltrigen Eheberaterin. Man liebe sich nach wie vor, versichern beide glaubhaft. Die höchst unerquicklichen Streitigkeiten nehmen dabei aber erschreckend zu. Der Ehemann, Manager eines großen Betriebs, handelt nach Darstellung der Frau in einer für sie beide unerklärlichen Weise rücksichtslos. Bei seinen häufigen Dienstreisen, die sich oft über mehrere Tage erstrecken, sitze sie allein im Haus, leide unter Einsamkeit. Sie sei schon ganz niedergedrückt, sagt die Frau. Sie sähe natürlich ein, dass ihr Mann so häufig abwesend sein müsse. Was sie aber nicht verstehe, sei, dass er ihrer dringenden Bitte nicht entspreche, sie bei längerer Abwesenheit wenigstens hin und wieder anzurufen. Der Ehemann wirkt ebenfalls bedrückt und bestätigt den Sachverhalt kummervoll. Er verstehe das Anliegen seiner Frau vollkommen. Er nehme sich die Anrufe auch regelmäßig vor, vergesse sie aber ebenso regelmäßig. Gegen diese merkwürdige Vergesslichkeit sei offenbar kein Kraut gewachsen. Seit der Antike tüfteln Menschen an Systematisierungen und beschreiben verschiedene Charaktertypen. Offenbar ist das ein Thema, das die Menschen zu jeder Generation beschäftigt hat. Und seit es diese Typenlehren gibt, regt sich auch erbitterter Widerstand dagegen. Das sind doch Klischeevorstellungen. Oder ich lasse mich doch nicht in eine Schublade stecken. Natürlich nicht. Aber wenn du das Video bis zum Schluss geguckt hast, dann wirst du vielleicht auch bemerken, welcher Typ am meisten Angst vor dieser Vorstellung hat. Wenn wir uns auf so eine Typenlehre einlassen und nicht sofort mit Widerstand reagieren, dann bemerken wir etwas anderes. Der Charakter eines Menschen bildet sich mit seinen typischen Merkmalen und Eigenschaften im Laufe des Lebens als Reaktion auf wichtige Erlebnisse. Und so hat er sowohl eine Schutz- als auch eine Orientierungsfunktion. Und auch das ist ja klar, jeder Mensch vereinigt in sich alle Typen, jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. Tendenziell hat jeder seine eigene Schwerpunktbildung. Und, wichtig, die Typen sind wertfrei. In den sozialen Berufen und in der Seelsorgeausbildung ist die Typenlehre von Fritz Riemann berühmt geworden. In seinem Buch »Die Grundformen der Angst« geht er davon aus, dass Angst unweigerlich zum menschlichen Leben dazugehört. Jede Veränderung, sagt er, löst neben dem Reiz des Neuen auch eine mehr oder weniger große Portion Angst aus. Jeder Entwicklungsschritt, zum Beispiel die Einschulung oder Lehrbeginn, Berufsbeginn, Verliebtsein und Eingehen einer Partnerschaft, Eltern werden, pensioniert werden, alt werden, ihr wisst, was ich meine, der ist nicht nur reizvoll, sondern eben auch bedrohlich. Angst gehört mit dazu und auffallend ist, was dem einen Angst macht, ist für den anderen harmlos oder sogar reizvoll. Was die eine als bedrohlich erlebt, zieht die andere an. Riemann beschreibt vier Forderungen des Lebens, denen sich jeder Mensch stellen muss. Erstens, sich selbst als Individuum akzeptieren mit all dem, was dazugehört. Sich damit auch von anderen abgrenzen und unterscheiden. Mit dieser Forderung verbunden ist die Angst, aus der Geborgenheit der Gemeinschaft herauszufallen und einsam zu werden. Zweitens, sich dem Leben, der Welt und den Mitmenschen gegenüber vertrauensvoll öffnen, sich auf Beziehungen einlassen und damit verbunden ist die Angst, die eigene Eigenständigkeit nicht genügend entwickeln zu können. Drittens, Dauer anstreben. Wir richten uns ein in unserem Leben und gehen davon aus, dass das einmal Erreichte stabil bleiben wird. Wir planen unbesorgt unsere Zukunft
Und damit verdrängen wir die Angst vor der Veränderung, vor der Unberechenbarkeit und Vergänglichkeit des Lebens. Viertens, sich ständig wandeln. Wir entwickeln uns ja auch weiter, lassen Vertrautes los, nehmen Abschied. Und dabei entsteht die Angst, dass uns Traditionen oder Ordnungen festhalten und festlegen. Aus diesen Grundforderungen des Lebens entwickelt Riemann seine Grundformen der Angst, die sich als Reaktion darauf gebildet haben. Dabei unterscheidet er zum einen die Polarität zwischen Nähe und Distanz und zum anderen die Polarität zwischen Ordnung und Veränderung. Der Distanztyp hat Angst vor Nähe. Er verhält sich distanziert, kühl, sachlich. Er meidet Nähe und Vertrautheit. Es fällt ihm schwer, sich zu öffnen. Gefühle sind ihm fremd. Er weiß nicht, ob er eine Emotion fühlt oder denkt. Ihm fällt es schwer, eine Beziehung einzugehen. Seinen Ärger kann er aber gut ausdrücken. Wut bricht plötzlich aus ihm heraus. Der Harmonie- oder Nähe-Typ hat Angst, aus der Geborgenheit herauszufallen. Er strebt nach Nähe und Harmonie, nach Abhängigkeit und Bindung. Um sein Ziel zu erreichen, ist er bescheiden, bereit zum Verzicht, friedfertig, voller Mitgefühl und Mitleid. So hat er einen Touch von moralischer Überlegenheit, der Druck auf andere ausübt. Er fordert nicht, sondern erwartet stillschweigend, dass das selbstlose Verhalten belohnt wird. Spannungen kann er schwer aushalten. Er hat eine Tendenz zur Verschmelzung und weiß manchmal nicht, wo er selbst aufhört und wo der andere anfängt. Er geht in die Opferrolle und übt so eine passive Aggression aus. Der Ordnungstyp hat Angst vor der Veränderung, davor, dass das Chaos ausbricht. Alles soll möglichst so bleiben, wie es Gesetze, Regeln und Traditionen vorschreiben. Die sind nämlich super. Sie bannen das Durcheinander. Er hat ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis und bei Entscheidungen ist er eher zögerlich. Spontanität ist ihm fremd. Auf ihn ist Verlass und er ist treu und erwartet das auch von anderen. Selbstbeherrschung bannt die Angst vor dem Gefühlsdurchbruch. Der Veränderungstyp wiederum sucht das Neue, das Reizvolle, die Aufmerksamkeit. Wenn er den Raum betritt, dann richten sich alle Augen auf ihn. Er braucht Abwechslung und will seine Ziele möglichst schnell umsetzen. Pünktlichkeit ist kleinkariert. Er redet überzeugend, ist nicht berechenbar. Alles muss sich um ihn drehen. Er ist eine Drama-Queen. Dahinter steckt eine tiefe Verunsicherung, ein Minderwertigkeitsgefühl. Die Angst vor Kränkung ist nämlich ganz, ganz groß. Wird ein Detail kritisiert, erlebt er das als totale Infragestellung seiner Person. Zurück zu unserer Szene ganz vom Anfang. Wie können die beiden denn ihre Streitigkeiten vermeiden oder zumindest ein so großes Verständnis füreinander entwickeln, dass sie nicht mehr mit Enttäuschung und schlechtem Gewissen in einer Schamspirale weiter hinabsteigen? Ein wirksames Kraut gegen ihre Situation ist vielleicht schon, wenn sie ihr typisches Verhalten erkennen. Wenn der Mann bemerkt, dass seine Frau ein größeres Bedürfnis nach Nähe hat als er selbst. Und die Frau kann bemerken, dass ihr Mann sich nicht aus Böswilligkeit nicht bei ihr meldet, sondern schlicht und ergreifend, weil sein Bedürfnis nach Nähe ein anderes ist als ihr eigenes. Aus den Augen, aus dem Sinn, weiß der Volksmund. Wie könnte eine Lösung aussehen, mit der beide leben können? Dass dabei noch ganz andere typische Fallen liegen, liegt auf der Hand. Die Frau könnte ihren Mann anrufen, anstatt auf seinen Anruf zu warten. Aber offenbar kann oder will sie das nicht. Wir können fantasieren, was dann passieren würde. Fühlt sich der Mann dann kontrolliert, eingeengt? Und wenn der Mann sich melden würde, wie unermesslich ist dann der Wunsch der Frau? Wie groß ihr Bedürfnis? Reicht ein Anruf oder braucht es 20? Es wird im Gespräch darum gehen, eine praktikable Lösung für beide zu entwickeln. Ein erster Schritt liegt dann im gegenseitigen Verständnis der jeweiligen Typik. Also, die Stärke von Riemanns Modell liegt für mich auf zwei Ebenen. Zum einen und vor allem hilft es mir, mich selbst besser kennenzulernen. Ich erkenne, welcher Typ ich bin und lerne damit viel über meine blinden Flecken. Und so erkenne ich auch mein Entwicklungspotenzial.
meine Möglichkeiten zu reifen. Und zum anderen hilft es mir, meine Mitmenschen besser zu verstehen und nicht vorschnell immer in Abwehr zu verfallen. So, jetzt hast du das Modell von Fritz Riemann ein bisschen kennengelernt. Hast du schon eine Idee, welcher Typ du selber bist? Egal welcher Typ du bist, bleib behütet.